Herzlich willkommen zum Demonstrationsvideo des Kruch Gasflaschenwärmers. In den nächsten Minuten darf ich Ihnen die Vorteile des Arbeitens mit einem Gasflaschenwärmer vorführen. Jeder Dachdecker kennt die Vereisungsproblematik. Bei Arbeiten mit Flüssiggas, die eine hohe Entnahmeleistung erfordern, wie bei großflächigen Flammarbeiten, kommt es schon nach dem Verbrauch des halben Flascheninhalts zu einem merklichen Druckverlust. Selbst bei sommerlichen Temperaturen treten die Probleme auf, wenn die Gasflasche zunehmend entleert wird. Bei niedrigeren Temperaturen kann es sogar zu einem spontanen Vereisen der Gasflasche kommen, was zu einem ungleichmäßigen und geringeren Gasausstoß führt. Der Gasflaschenwärmer von Kruch verschafft Abhilfe. Der Kruch Gasflaschenwärmer ist ein sehr leichtes und extrem robustes Produkt. Er kann ohne Probleme in einer geeigneten Tasche, wie unseren Seesack hier, verstaut werden. Dadurch ist er für jeden Einsatzort gut geeignet. Am Einsatzort angelangt, nimmt man den Gasflaschenwärmer aus dem Behälter heraus und wickelt ihn ab. Der Gasflaschenwärmer ist eine extrem robuste Heizmatte aus witterungsfestem Silikongummi. Die integrierten Heizdrähte werden mit dem 4 Meter langen Stromkabel an die übliche 230 Volt Netzversorgung angeschlossen. Der integrierte Thermostat regelt die Temperatur automatisch. Ein Bimetall sorgt für einen Überhitzungsschutz. Die Gasflasche wird gleichmäßig beheizt und dadurch wird ein Vereisen der Gasflasche verhindert. Das Arbeiten mit Flüssiggas ist ein Arbeiten mit einem hochexplosiven Gefahrenstoff. Offene Flammen haben in der Nähe von Gasflaschen nichts zu suchen. In der Praxis wird leider verbreitet zu illegalen und gefährlichen Mitteln gegriffen, wenn es wieder einmal zum lästigen Vereisen der Gasflasche kommt. Dadurch entsteht ein enormes Sicherheitsrisiko auf der Baustelle und natürlich auch ein Haftungsrisiko für den Dachdeckerunternehmer. Wenn aufgrund einer Vereisung der Gasflasche die Arbeiten eingestellt werden müssen, bleibt oft bis zu ein Viertel der Gasmenge als ungenützte Restmenge zurück. Der Gasflaschenwärmer erhöht also nicht nur die Arbeitssicherheit auf Ihrer Baustelle, sondern er ermöglicht auch ein effizientes Arbeiten ohne zeitraubende Unterbrechungen bis zur vollständigen Entleerung der Flasche. Sie sparen also nicht nur Zeit, sondern senken auch Ihren Gasverbrauch. Dadurch müssen weniger Gasflaschen auf die Baustelle transportiert werden. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie leicht die Bedienung des Gasflaschenwärmers ist. Je nach Einsatzart und Einsatzbedingungen bieten wir Ihnen drei verschiedene Gasflaschenwärmer an. Mit 500 Watt, 1000 Watt und 1500 Watt. Für das Arbeiten an einer 33 Kilogramm Flasche empfehlen wir einen 1500 Watt Gasflaschenwärmer. Befestigen Sie den Gasflaschenwärmer im unteren Bereich der Gasflasche. Stellen Sie sicher, dass der Gasflaschenwärmer eng an der Gasflasche anliegt. Stecken Sie den Gasflaschenwärmer nun an einen üblichen 230 Volt Netzanschluss an. Der Gasflaschenwärmer beginnt sich sofort zu erwärmen und Sie können unverzüglich zu arbeiten beginnen. Verwenden Sie den Gasflaschenwärmer von Anfang an und nicht erst dann, wenn die Gasflasche vereist. Nur so können Sie den langsam auftretenden Druckverlust entgegenwirken. Stecken Sie den Gasflaschenwärmer immer dann ab, wenn Sie Ihre Arbeiten beendet haben oder eine längere Pause einlegen möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Erfolg und auf Wiedersehen.